Jensi! Ja? Neuer Tag, neues Glück. Was machst denn du mit Kleber? Siehst du, ich zieh Spinnennetze. Nein. Spinnennetze? Ja, weil wir ja keinen Himmel einbauen, ja. Gell? Du Vogel. Wird ja hier gespart. Wird gespart. Am Himmel wird gespart beim Jens. Wir machen keinen Himmel, wir kleben einfach Schaumstoff neu. Fertig. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Nein. Warte, das gucke ich mich an. Also jetzt gucken wir mal, was der hier für Kram macht. Wenn wir mal hier mal reingehen und mal nach oben gucken. Oh ja. Schaumstoff. Da hinten hängt er noch ein bisschen durch. Ah, der ist noch nicht reingeklebt. Nein. Jetzt werden hier überall diese Schaumstoffdinger geklebt. Für den Himmel. Denn, tata. Wir haben hier schon mal die ganzen Spriegel und sowas bereitgelegt. Das frisch verzinkte Zeug und gepulvert und was weiß ich. Damit das nicht mehr rostet da oben im Dach. Damit ich mich nicht auch irgendwas aussetze. So, und jetzt gab es hier die Rettung. Die Rettung der Geretteten. Da uns ja keiner so ein Ding noch gebraucht oder hier nagelneu aus DDR-Zeiten hinliefern konnte und unsere Sattler in Eisenach und der Sattler in Nordhausen auf nichts reagiert haben am Telefon, gab es einen Anruf bei Micha. Micha dürfte euch bekannt sein, Barkhaus-Konsum. Und da hat Micha zu mir gesagt, wenn du mich anrufst, dann brennt hier die Luft. Da habe ich gesagt, genau so ist es. Micha hat mich gefragt, was brauchst du? Ich sage, einen Himmel. Und da fragte er, wann? Ich sage, vor 2 Wochen. Da hat er gesagt, da müssen wir halt bei der Nachtschicht schieben. Und da hat er für diesen komischen Jens hier, Micha, wenn du das Video siehst, das ist der Vogel. Das ist der, der es versaut hat. Ja, der meine Nummer vergessen hatte. Auf jeden Fall hat Micha in einer Nacht- und Nebelaktion am Sonntagabend mir um 10, halb 11 im Abend oder am Abend Fotos geschickt, wie er gerade diesen Himmel nähte mit seiner Frau. Ja, und jetzt sind wir natürlich in der glorreichen Lage, diesen Himmel hier einbauen zu können. Dafür bereiten wir jetzt vor. Wir werden ja nachher auch dann auspacken, werden euch zeigen, auch was wir uns jetzt entschieden haben wegen der Innenausstattung. Denn dazu gab es ja das letzte Video so ein bisschen mit den Sitzen, was ihr gesehen habt. Und da gehen wir jetzt langsam in eine Richtung, ja, dass zumindest schon mal das drin ist. Ich meine, heute ist es genau 4 Wochen vor dem Wartburgtreffen, ne? Ja. Das heißt, der Juli hat angefangen, also ich sehe jetzt eigentlich keine Chance mehr, dass das Auto zum Heimweh fertig wird. Aber sei es drum, denn was willst du machen? Wir haben jetzt ja, ein paar gute Wege hingelegt und wir müssen es ja nicht übertreiben. Schön muss werden, der Toni hat nochmal Anweisungen gegeben, welche Kabel noch rein müssen. Das heißt, ein paar Kabel sind jetzt noch schnell reingezogen worden, auch länger gelassen, die schneidet er dann eh ab. Aber lieber ein Stückchen länger als zu kurz, denn dran gemacht ist immer blöd, abgemacht ist viel cooler. Jens, das ist eigentlich genau der Moment, wo mit dem richtig in die Wand treten könnte. Du sagst, schneid das schön auf dort, gell? Ja. Ja. Dann machen wir das jetzt ein bisschen schön. Ja, dann werden wir mal sehen. Himmel ausbacken, ich glaube, das wird ein kleines Freudenspiel. Das wird Spaß. Und dann gucken wir, ob das alles so passt. Und dann kleben wir in der Woche jetzt so ein bisschen das ein und danach können wir Scheiben einbauen. Aber jetzt sind halt, wie gesagt, viele, viele Vorbereitungsarbeiten. Und unsere Katja steht wieder hier im Weihnachtsduft. Katja steht im Weihnachtsduft. Wenn man Katja sieht, hat sie eine Zahnbürste, Spachtel, irgendwelche Sprächen oder Läppchen in der Hand und macht irgendwelche fleißigen Arbeiten. Und um was es hier geht, ist eigentlich ganz einfach. Das ist ein Schiebedach von einem Wartburg ohne das Leder. Sie hat das Leder abgemacht, weil das muss ja jetzt dem Himmel angepasst werden. Der Micha hat also genug Material zugegeben vom Barkhaus-Konsum, dass wir da die Möglichkeit haben, das neu zu bekleben. Und dieses Schiebedach ja, wird jetzt vom Kleister befreit und dazu eignen sich halt immer hier diese schönen Power-Dinger, die so nach Orange riechen, diese Aufkleberentferner. Da kann man von fast jeden Hersteller Aufkleberentferner nehmen. Und wenn wir dann hier sind die Klebereste. Das kann man dann euch in eines Kopfkissen schmieren. Herrlich, ekelhaft. Katja, du sammelst aber Aufkleberreste. Für dich. Für mich, für mein Kopfkissen. Ja. War mir klar. Nee, ich bin eigentlich der Meinung, dass wir das irgendwo Jens in die Schuhe machen. Was hältst du davon? Dafür, dass er den Himmel nicht bestellt hatte? Ja, auch wieder. Ja, stimmt, da kratzt es aus den Schuhen raus. Da sagt er dann, Schatzi, kannst du mal bitte. Naja. Komm, wir ziehen mal hier was ab. Warte, ich bin noch nicht reingeguckt. Ich hab nicht reingeschüttet. Das ist schon weggeschüttet. Wir gucken jetzt. Wir gucken jetzt hier, was hier ohne Schleichwerbung das Bargaskonsum übrigens zu Bargaskonsum gibt es auch noch was. Das zeigen wir euch dann später, wenn es um die Teppiche geht, weil der Micha hat mich auch gleich nach den Teppichen gefragt. Die haben wir nicht bestellt, weil hier wollen wir die Originalen reinlegen. Bargaskonsum macht nämlich auch noch Teppiche, aber auch der Wartburg Fanshop. Das heißt, der Peter Zuhl macht auch welche. Das heißt, das muss man sich mal angucken. Wobei Peter Zuhl mehr Fußmatte macht als Teppich. Der macht das, was man drauflegen kann. So. Guck doch einfach. Dicke Post dabei, guck ein. Dicke Post?
So, warte, dann mache ich mal, ich hole mal ein Messerchen. Schön, ich suche mal, bitte. Ein Messerchen. Ja. Ich hebe mal raus. Heben wir mal aus. So, wir schneiden das hier mal vorsichtig auf. Wir nehmen mal eine Hände raus. Okay. So. Stech dir nicht in die Brust. Wenn, schneiden wir es auch gleich in die Finger. So, was haben wir dabei? Kalender, Profilgummi, Klebstoff. Kalender. Oh, Micha, wir wollen doch jetzt Nimmel einbauen. Wir wollen nicht hier nackte Weiber gucken. Oder sind da nackte Männer drauf? Ich weiß ja nicht. Hier. Ja, Katja, du bist jetzt ein nackter Männerkalender. Oder zumindest mit Barkas oder irgendwas. Guck mal, da gibt es sogar noch Kalender dazu. Ich schneide vorsichtig. Wir wollen uns hier nicht verletzen. Aus dem Kalender nicht verletzen. Das sieht man hier. Ihr wollt den Himmel nicht verletzen. Schau ich. Hier steht. Das ist ein Kalender. Barkas. Das ist ein Kalender. Darfst du dir Ruhe angucken. Wie viel ist der? 2,24. Ja, 24. Das ist der Leute. Da haben wir noch. Ist das schon ein halbes Jahr? Was gibt's denn hier noch? Alter, guck doch mal, das wird ja immer besser. Das ist ja noch voll mit Werbegeschenke. Und der Himmel ist ja mittlerweile langweilig, gell? Wir gucken uns jetzt erstmal an, was ich hier dazu mache. Guck mal, hier Fahrzeugpapiere. Oh. Eine Fahrzeugpapierehülle. Das ist aber auch hier mit Liebe gemacht. Gell? Ja, die ist schön. Guck mal hier. Hier Sattler, du mal auch oder was? Wow. Das ist ja klar, dass es Sattler ist. Das ist eine Sattler-Maschine. So, hier hast du gleich noch einen Bierflaschenöffner, weil du trinkst kein Bier, dann ist das mehr für uns. Das ist was für uns. Und guck mal, hier ist ein Schlüsseltäschchen noch. Das ist ja liebevoll gemacht. Aber jetzt mal hier Punkt bei die Fische, auch wenn das alles bei so einem auspackten Tweet nett ist. Wir wollen jetzt hier sehen, was hier wirklich am Mann ist. Uns interessiert sich jetzt noch nicht. Das restliche Zeug. Ihr seht, wir haben Handschuhe angezogen, das hat auch einen Grund. Der sogenannte Auengrund. Ich kenne die alles nicht. Ja, guck doch mal, geht doch viel schneller so. Das war schön. So, langsam. Das ist jetzt hier der Bodenfuß. So. Das ist nämlich alles klar. Das ist das Material, was wir noch brauchen für Himmel und so weiter. Ich habe nämlich ein bisschen mehr Material bestellt. So, da seht ihr das. Warte mal, halt mal hin. Ja. Also ein bisschen Creme. Ein bisschen schmutziges Weiß. Wie heißt das? Creme-Weiß. So, das ist das einzige Mal, dass ich was aufs Dach lege. Ich habe mich gefreut, dass noch nie einer was aufs Dach gelegt hat. Aber das ist ja was Weiches, Sauberes. Also erstmal da hoch. Ach, so. Wunderbar, ich weiß, das jetzt die Seite. Jetzt müssen wir eigentlich mal ein bisschen aufpassen, was wir tun. Ja, am besten. Hier steht ja Mitte Heckklappe. Oh, das sieht ja schon mal alles schick aus. Ja. Mitte Heckklappe. Ah, da sind die Säulen dran. Jetzt bin ich schon fast der Meinung, pass mal auf, wir kommen mal hierher. Lass mich mal hier drunter treiben. Ich habe die längeren Arme. Lass mich drauf hinaus willen. Die oben aufs Dach aus. Wir rollen den erstmal aus dem Dach aus. Da können wir nämlich nicht viel falsch machen. So, von der Länge her passt das schon mal. Schick. Das sieht gut aus. Das sieht alles gut aus. Lass uns hier einfach von außen aufnehmen. So, jetzt ist auch übrigens dieses Problem geklärt, was wir ja hatten. Hier sind die Ösen dran. Richtig. Jetzt gehen wir bei den Ösen hier, mit den Dingern hier durch. Das ist natürlich hochinteressant. Das passt noch nicht so richtig, habe ich hier das Gefühl. Wenn ich ganz vorsichtig machen. Aber so rum ist es auch richtig drin. Boah, das passt aber hier irgendwie angegossen. Gell? Ja. Ey, genau. Wahnsinn. Ja, wir sind sehr begeistert, das passt wie angegossen. So, dann kommt hier hinten der Spiegel rein. Das ist der Spiegel für den hinteren Part. Das ist der geschraubte Part. So, das interessiert uns erstmal alles herzlich wenig. Hier kommen die kurzen rein. So, jetzt haben wir eigentlich nur eine Sache, die wir machen können übrigens. Wir nehmen das mal hier so zusammen, bitte.
Hier direkt die Kante. Ja. Die ziehen wir mal nach hier. So, und die ziehen wir nach hier. Das probiere ich mal mit dem Griff, dann kommst du jetzt immer noch einmal durch. Wir versuchen den jetzt hier. So, jetzt dürfen wir den auflegen, das Auto ist sauber von innen. Und jetzt geht es eigentlich sofort ins Eingemachte. Wir suchen jetzt hier das richtige Loch und hängen den erstmal hier ein. Einmal auf der einen Seite, einmal auf der anderen Seite. Wie singen es die Holländer jetzt immer? Einmal links und nach rechts. Und nach links und nach rechts. So, warte. Wir gehen gleich hier oben mit rein. Würde ich sagen. Weil dadurch hole ich die Grundspannung. Und das musst du ein bisschen biegen dann. Was? Das ist nochmal rausgegangen, weil ich drüben eingehangen habe. Du musst rechts und links die Seiten einhängen und dann muss das hier in diese Halterung. Und, so. Vorsichtig. Jetzt musst du drin sein. So. Jetzt zeig mal hin, was wir meinen. Da drunter ist eine Lasche, ne? Hier sind so zwei Laschen, wo der nochmal draufgesteckt wird. Links und rechts. Da wird er eingehangen, hier wird er an die Lasche und damit hängt er oben. Mal durch. Oh je. Ist nur gut. Ja. Ich bin ja ein Vollhorst. So. Ist das verkehrt rum eingesteckt. Erstmal. Das war schön voll verkehrt rum. So, das müsste jetzt hier sein und das muss dann da verschraubt werden. Das hintere, gell, gehe ich mal von aus, ja. So. Bitteschön. Wir machen jetzt hier eins, wir machen Goldschutzschräubchen. Ja. Aus dem einfachen Grund, das steckt schon drauf, aus dem einfachen Grund schraubt sich schöner. Die Dinge haben wir übrigens verzinken lassen, sieht man ja hier, an die ganzen Verwandlungen. Die haben wir verzinken lassen, das hat Toni gestrahlt mit der Glasperle und dann verzinkt, da kann das nicht mehr rosten, also, da oben. Das ist eigentlich alles. Da müssen wir dann die Lampe noch ausschneiden. Was ist das hier? Dieser Schrank. Ah, ich sehe es. Sorry. Gut. Das musst du mir jetzt mal erklären, Micha, das musst du mir erklären. So, warte mal, das passt ja alles hier. Wenn wir hier nach vorne kommen, hier sind wir schon mal richtig. Das passt. So, was wir uns erstmal einfallen lassen haben, ist, dass auch die A, B und C Säulen in hell werden. Denn, seht ihr nachher dann an dem Armaturenbrett eine andere Sache. Was mich gerade wundert ist... Nein, ist richtig. Ja? Das wird hier geschnitten. Ja. Und das wird nach vorne hier drauf geklebt. Das ist ja richtig, weil es geht ja damit los. Es wird ja erst diese Schiebedachseite eingeklebt. Ja. Das stimmt. Das wird hier rausgetrennt und wird nach hier vorne. Das war bei dem anderen also. Du darfst nicht vergessen, dass der ja gespannt ist dann. Dann wird das aufgeschraubt hier, dann kommt die Schraubschiene drauf. Und es geht auf jeden Fall, ging es ja vorne los. Das heißt, so haben wir auch angefangen auszubauen. Wir bauen als allererstes hier vorne die Leiste wieder ein. Und da war die rumgeklebt sogar. Ja, die ist hier einmal vorne. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wir nehmen nochmal den anderen Himmel dazu, bevor wir dann nämlich anfangen. So, und dann gibt es ja eigentlich ein ganz einfaches Ding. Dann wird es hier oben im Dach verklebt. Nein, es wird nachher, wenn das dann hier rumgezogen wird, jetzt Stück für Stück dann geklebt. Sieht man dann hier. Und dann wird gezogen, gezogen, gezogen. Nacheinander. Ja, er hat uns Profilgummikleber von Wirtz mitgegeben. Das heißt, hier können wir wahrscheinlich jetzt in alle Richtungen arbeiten. Wir haben jetzt einmal das Wirtzeug. Wir benutzen ja, das habt ihr ja für die ganze Zeit gesehen, den von Petek. Der ist eigentlich auch sehr, sehr gut. Gibt es gar nicht zu meckern, gibt es in Tuben und in Flaschen. So, aber jetzt haben wir das erstmal vorbereitet. Jens, das können wir noch reinschrauben. Das ist genau dasselbe Spiel. Ja. Frage. Die Leisten haben wir noch übrig. Die machen wir da, die kommen zum Schluss rein. Ach, die kommen zum Schluss, ehe wo die hier sitzt. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ah, ich habe gerade Beifahrerseite. Das sitzt hier oben. Hier sieht man diese Kante, die Metallkante hier oben. Da sitzen hier diese. Das muss man sich aber vorne vorstellen. Das sitzt hier so. So, das ist sehr schön. Vorne ist von den beiden, über den beiden Türen auf Deutsch gesagt. Ja, hier, diese Kante sitzt da oben drin, über beiden Türen bis vor. Ja. Und da wird der Himmel drumherum geführt. So, gehen wir mal weg vom Himmel, gehen wir mal
in die Dreckwerkstatt. Und wen sehen wir denn da? Bezeichne das so bitte nicht als die Dreckwerkstatt. Zurzeit ist es noch die Dreckwerkstatt. Nein, wenn man mal so auf den Boden guckt und mal so nach links. Das ist eine Werkstatt, das ist kein Museum. Ja, noch nicht ganz, aber fast. Naja, was machst denn du nun heute Schönes? Wir haben eben gerade den Motor hier zusammengesteckt. Und jetzt muss natürlich die ganze Geschichte noch abgedichtet und verschraubt werden. Und ich suche gerade mal ein paar optisch, auch wenn es kein Mensch jemals wieder sehen wird wahrscheinlich, außer der TÜV-Mann, der einmal drunter guckt alle zwei Jahre. Aber trotzdem wollen wir natürlich auch ein paar ordentliche Schrauben drin haben. Hier sieht man jetzt noch die restliche Dichtmasse. Da wurde einmal kurz ein wenig falsch geklebt, aber alles nicht so wild. Kann man alles wieder entweder wegkratzen oder auch lassen, wenn genau, man will. Genau. Die Reihe sind ja schon vorbereitet. Eieieiei. Also quasi. Die Serienproduktion geht los. Ja, es ist aber auch wieder die Sache. Der Emme schraubt wieder schön mit einem gekröpften Schlüssel, obwohl da Werkzeug liegt, wo er hätte was machen können und ich vielleicht mal drüben mal was holen könnte. Ich darf doch nicht jedes Mal bis rüber, dass ich irgendwie fettig bin, das ist nicht ohne Grund so geworden. Ach so. Deswegen. Nur für ist. So, hier, jetzt haben wir mal die Düdebackung aus. Da ist auch noch ein Haufen Grab drin. Ich weiß ja nicht. Oh, guck mal, da steht Herr Enrico Martin. Ich bin kein Herr. Ich bin Enrico Martin. Ich, oh, guck mal, hier kriegst du hier Rabattmagen dazu. Pensionmagen oder was? Darf man den Preis nennen? Weil ich darf man den Preis nennen. Ist ja offiziell preislos. Kostet 322,70 Euro. Was er uns geschenkt hat. Er hat uns den Kleber geschenkt dazu. Lieben Dank, Micha. So, hier haben wir alles, was sein muss. Das sind, ach, das habe ich schon mal bei Ihnen gesehen. Umsatzwertmarkenheft des Parkhaus-Konsum. Das heißt, das ist hier so früher hier wie hier. Konsummarke. Also hier pro umgesetzten Euro kriegst du Konsummarke. Und ich denke mal, wenn du da 500 so Marken hast, also 5000 Euro ausgegeben hast, kriegst du einen DVD-Player. Aber es guckt da keiner mehr DVDs. Aber man muss noch 50 Euro zuzahlen. Kannst du anfangen reinzukriegen? Ja, tut mir leid, du hast das zwar bezahlt, aber steht da drauf Herr Enrico Martin, ja, steht ja nicht da Jens. Das ist doch egal, das führen wir hier für die Werkstatt. Herrlich, Dach, Hütte, Bargeln halt. So, sind Sie zufrieden mit Ihrem Einkauf bei uns, dann machen Sie Instagram, Facebook und sowas. Ja, wir sind erstmal zufrieden mit dem Einkauf. Mein Aufkleber, der kommt in den Schrank. Hier, wir schicken dir mal einen von Wappbrüch-Schrauben, das ist auch ganz nett. So, was haben wir hier? Wir stellen uns vor, wir kennen euch schon. Jawohl, das ist die ganze Geschichte, also mal hier. Genau. Dann denkst du, was haben wir hier noch? Sicher fahren. Ihr Farbenbuch. Herrlich. Wie zu DDR-Zeiten. Gedankt bei, gedankt für. Ist ja niedlich. Zettelchen. Wenn du mal kein Zeug hast. Kugelschreiber. Ey. Leute. Pack nicht so viel Kram allein. Wir wollen arbeiten. Und das hatte ich doch eben schon mal. Hier ist nämlich das mit den Teppichen, was ich vorhin meinte. Ja. Ah, genau. Und hier sitzt er. Ja, das ging nicht mit Barkas, ging das mal los. Und das ist danach so auf die, auch die Wartburg-Schiene komplett. Wartburg 311, 312, 3350. Er macht das halt mit so Material. Das muss man euch mal zeigen. Onkel Martin hat das im Auto. Bei Onkel Martin im Grünen haben wir das drin. Das heißt, das ist dann, wenn ihr einen richtigen Komplettteppich haben wollt, was extrem robust ist, gibt es das bei Micha. Und ansonsten gibt es beim Peter Zuhl gibt's diese wunderschönen Auflagen, die nicht verrutschen. Die sehen auch genial aus. Also die haben wir im Kartchen drin. Auch wieder total zufrieden damit. Also das muss man einfach entscheiden, auf was man Bock hat. So, das ist natürlich hier alles schönes Beiwerk. Andi, kommen wir mal ganz kurz mit. Weil das muss man einfach jetzt auch mal kurz sehen. Wir haben jetzt als allererstes, damit er schon mal ein bisschen Strafe kriegt, haben wir den mal rundherum hier eingehangen. Das heißt, die normalen Spiegel sind alle dran. Das sieht auch alles sehr, sehr schön aus. Das gefällt mir auch sehr gut. Also es gibt hier eigentlich noch nichts zu meckern, gell? Hier will ich nochmal gucken, was das jetzt ist. Ach, das ist die Nase. Das zieht sich dann mit der Naht. Material liefert er genug mit, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Also hier alleine, wenn er mal guckt, bevor ich überhaupt richtig anfange zu ziehen. Da wird noch richtig viel weggeschnitten. Aber cool ist, das einfach zu haben. Auch hier, das passt schon mal alles. Das heißt, die A-Säulen, B-Säule passt. Bei der C-Säule bin ich mir noch nicht sicher. Da ist er wahrscheinlich zu gerade runtergegangen. Aber es kann auch sein, dass wir das noch gezogen kriegen. Also da will ich mich jetzt noch nicht festlegen. Da müssen wir erst mal sehen, was passiert. Und beim Himmel kann man auch etwas doller ziehen, das ist klar. Da muss auch ein bisschen Druck drauf. Ja, wobei hier. Nee. Nee, guck mal, wenn du nämlich jetzt hier nach hinten spannst, dann stimmt's. Alles gut, dann stimmt das schon. Ja, du musst erst oben spannen. Ja, wir spannen oben, vorne, hinten. Und nee, eigentlich Schiebedach und dann, so kenne ich es noch, wird aus der Mitte rausgespannt. Aus der Mitte ziehen wir immer weiter bis nach hinten. Ja, die Säulen werden das letztes gemacht. Genau. Die Säulen werden das letztes gemacht. Ja, und dann stimmt das nämlich hier alles. Das ist geil.
Cool. Bin jetzt schon mal fast am Überlegen. Ich muss mal ein Telefonat führen. Entweder führe ich das jetzt heute Abend noch oder morgen. Ich kenne da noch jemanden bei der Firma Lier. Hab gehört, Lier macht ja jetzt zu bald im September. Und der Holger hat früher im AWE Hügel geklebt. Heute haben sie Sitze gebaut, viele Jahre lang. Der hat Himmel und Himmel und Himmel hat er eingebaut. Vielleicht hätte Bock, mal den Himmel einzubauen. Da können wir uns mal so einen alten Werker holen, so einen AWEler. Mehr oder weniger als Spaß. Also, den gehen wir selber wieder rein, aber das wäre natürlich auch mal Gag. Holger Fuß geholt. Ich frag den mal. Die kennen die Tricks. Die kennen auch noch Tricks. Da können wir vielleicht noch mal was ablauschen, für euch noch mal was Schönes rauskriegen. Finde ich gar nicht mal so dumm. Gucken wir uns jetzt einfach mal an. Vor allen Dingen, jetzt räumen wir doch noch mal den anderen ekligen Teppich aus. Ich will noch mal wissen, wie die das hier gemacht haben. Das interessiert mich jetzt. Aber ansonsten sind wir sehr zufrieden. Ja, also wenn wir hier gucken, Andi kann noch mal schön dran gehen, wenn man das hier so spannt, ist doch schon drin der Himmel, ist doch schon hier Träumchen. Drin. Wir haben selbst in die Stretch-Limo einen reingekriegt, also da fliegen wir hin. Und die Dinger, die schieben wir jetzt dann vorher wieder rein, die Kanten, das ist dann hier schöner Wohnen. Ja, das ist schöner Wohnen, jetzt ist das nicht. Das schöner Wohnen bei den Schoschonen. Und da, wo die Schoschonen wohnen. Guck, das ist die richtige Seite. Ich hab die richtige Seite. Du kannst niemals die richtige Seite haben. Doch? Nein, hast du nicht. Ich hab deine Seite. Nee. Ich hab deine Seite. Ich hab meine Seite drin. Du hast deine Seite nicht. Da guckst du mal, wie du die drin hast. Und die sieht lustig aus. Nein. Du hast. Oh, ich habe das Flugscheiß-Wettbewerb-Dings davor verloren. Ja, warum? Ich habe es falsch rum. Jetzt warte mal hier, Andi. Das kann ich euch zeigen, woran ihr das erkennt. Die sind hier unten so abgerundet, die Dinger. Die laufen spitz zu. Und wenn ich die jetzt hier so dahinter strecke, ist ja auch Sinn und Zweck, soll ja keine scharfe, harte Kante geben, soll ja eine weiche Kante geben. Mhm. Dann wird das hier oben einfach reingesteckt, zack, fertig. Wenn ich nachher den Teppich hier rumziehe, dann sieht das einfach aus wie schöner Boden hier. Es gibt einfach eine schönere Innenwände. Herrlich. Ja, es ist schwierig jetzt mit der Kamera, das siehst du nachher, ist schön, wird's dann. Ja, ist in Ordnung jetzt. Ja, aber wenigstens habe ich mich drum gekümmert, dass da ein Himmel reinkommt in die Karre. Übrigens, wenn da wird man ja plötzlich so rot. Ich, ne? ich hab sie dran gelassen. Ja, warum wirst du so rot? Ja? Ein Auto kommt doch mit so einem Himmel ein bisschen besser. Ja. Hab ich mal so gedacht. Meinst du? Ja. Meinst du? Nein, wir haben jetzt Motor 1 fertig. Schrauben werden jetzt gerade nochmal abgeknackt. Dank Telefonschoker auch mit der richtigen Newtonmeteranzahl. Und warum? Wegen Telefonschoker? Weil mir zu voll war, die Bücher durchzugucken. Dass kein Mensch aus dem Kopf weiß. Außer gewisse Personen. Ja. Aus so einem einsamen Dorf, ne? Ja, ja. Bernsdorf. Aus dem Bernsdorf. So, hier Schräubchen ein. Das machen wir jetzt. Wir machen die Motoren dicht. Damit ich ganz dicht sind. Die von hier rein, gell? Das machen wir jetzt so. Das war mir nur, dass keine Mäuse reingehen. Achso, wegen der Mäusepisse. Das machen wir aber auch ganz vorsichtig. Ich nehme nur den Schrauber dazu, weil es den gibt. Das ist aber auch egal, da rein als Freischrauben. Ich weiß nicht, wie viel man da noch einmal holen wird. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das sind die Löcher, die schön drüben. Drüben machen wir gleich zu. Drüben gehen wir eine Nummer kleiner. Andi, wenn du hier mit der Kamera einmal bist, erklär mal, was wir hier machen. Wir bauen Motoren in Serie. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir alle unsere Motoren, die wir haben, schleifen, holen, bohren und alle als Rumpfmotoren so zusammenbauen. Nagelneue Kurbelwellen drin, neue Kolben. Oben abgeschliffen und wir stellen die als Rumpfmotoren so hin. Das heißt, die Anbauteile nachher dran zu bauen, egal zu welchem Fahrzeug, spielt überhaupt keine Rolle. Das ist nachher ein einfacher Weg. Eine relativ easy peasy Geschichte. Guck mal, hier sind Schrauben dazu. Ich habe hier was vorbereitet. So, und dann stellen wir erstmal Motörchen hin. Und Emma haben wir das heute gezeigt, wie abgedichtet wird. Emma hat die Schrauben rausgesucht, hat sich jetzt mit dem Handbuch auseinandergesetzt, dass das auch alles ein bisschen passt. Jetzt werden die Dinger zusammengeschraubt. Ja, wenn wir fertig sind, haben wir 10, 15 Motoren und wir geben dann vielleicht auch mal einen davon ab. Und Lehrmeister für die Motoren war jahrelang Dieter Kubold. Das heißt, wir machen es genauso, wie es der Dieter uns erklärt hat. Und normalerweise sind Benny und Emmett die zwei Motoren-Gurus hier, die Motoren machen sollen.
Und jetzt haben wir die ersten vier fertig. Die letzte Schraube dreht sich der ganze Rohr mit. Schau mal. Mit dem Rohr schwach. Nee, sie dreht aber noch mit uns. Sie kommt immer höher. Ja. Hat sie so schlecht geheftet? Was? Stimmt irgendwas nicht. Ja, wenn du meinst, es ist fest, ist es fest. Wo will die auch hin? Ja. Oben Himmel, unten Erde. Und da kommt das fleißige Bienchen. Ja, mach mal Schluck. Die Biene ist Hummel. Ja. Ich bin eine Hummel. Ja. Maja. Das geht jetzt nicht sehr rein, weil das Gewinde sich jetzt Holz reinfrisst. Wieso hier? Hier ist nämlich nicht. Hier und die ist einfacher. Das reicht schon. Da ist die Bude zu, da geht die keinen mehr auf den Deckel. Brauchen wir das rausschreiben? Irgendwie Kreuzkreuze oder so? Hier, das interessiert euch was nicht. Weil das ist das hier für schon Motor, gell? Das ist für schon Motor. Die schreiben wir nicht, weil wir können 3,11 mit drauf schreiben. Vorsicht hier. Das brauchen wir vor uns zu machen. Da müssen wir uns dann auch nochmal anfallen lassen. Irgendwas dazu, keine Ahnung. Neue Kurbelwelle, neue Kolben. Gar nicht, weil alle Motoren, die wir nachher so stehen haben, genau so sind. Die sind alle neu. Schreiben wir drauf, fahre ich neu. Schreiben wir überhaupt was drauf? Also, wenn er nicht läuft, war es Lego. Oder Emme. Oder sonst was. Jens macht das jetzt gerade mal wie in der Lehrwerkstatt, gell? Und das Schöne ist, dass wenn die anderen zwei Motoren nicht so schnell zurückkommen, der von Emma und von dir, also den wir da ausgebaut haben bei dir, ja, dann greifen wir hier ins Material und nehmen uns einfach ein, ja? Weil wir es können. Weil wir es jetzt einfach können. So hast du mal angefangen im AWE, Jens, vor vielen, vielen Jahren. Ja. Und ich kann dir noch was Schönes sagen. Holger Fuß hat eben zugesagt. Holger kommt, der alte Meister aus dem AWE, der jahrelang hier Himmel reingezerrt hat, der hat nochmal Lust. Das heißt, wir dürfen alle was lernen. Ja, aber was lernen? Pass mal auf. Es ist ja 30 Jahre her mit dem Werk, gell? Ja. Das heißt, er über 30 Jahre. Also war der damals auch um die 30. Also er kann damals noch kein alter Hase gewesen sein. Er war noch ein junger Hüpfer. Ja, aber trotzdem hat er das oft genug gemacht. Und das ist das Coole. Für die Geschwindigkeit haben die ja Tricks drauf gehabt. Ja, das selbstverständlich. Auch ein bisschen. Das ist genial. So, hier ist noch der nächste. Das ist die Eismaschine, gell, Emma? Das ist die Eismaschine. Die Eismaschine. Die haben wir jetzt hier zusammen. Die zum Kraftstoff sparen. Oder so. Kraftstoff sparen. Das ist ein Ökomodell. Ökomodelle sind das. Ja, so machen wir das jetzt alles fest. Und dann stellen wir die hin, beschriften die oben drauf und dann kommen die ins Lager. Da baut der Volker dann irgendwann noch wunderschön hier auf die Paletten irgendwelche Halter, Haltemechaniken. Weil Jens will das alles alleine machen, weißt du, dann jammert er wieder rum, dass es Rückenweh tut. Aber das habe ich keine Träne für übrig, keine einzige. Nee, das ist gut. Nur eine Träne nachher, wenn wir fahren in so einem Motor auf dem Fußfeld. Das ist schon geiles Bild. Ne? Fertige Motörchen. Ein Traum. Hier, was wollt man draufschreiben auf den? Reg, DDR-Reg. DDR-REG. Das war nämlich ein regenerierter Motor, den haben wir ein paar Mal durchgedreht und gemacht. Der war schon zu DDR-Zeiten. Den haben wir nur schön gemacht. Weil ich weiß nicht, ob sie zu DDR-Zeiten keine Farbe hatten. DDR-REG. Komplett neu. Also der hatte schon Kreuzschliff und so, der ist noch keinen Meter gelaufen. Entschuldigung.